Ihr Lieben, es ist, wir hatten eine interessante Woche und es ist jetzt schön, euch zu sehen. Ihr habt gerade an der Unklarheit in der Abstimmung etwas über den körperlichen Zustand von Mona und mir erfahren. Ich möchte euch aber auch noch ein bisschen Einblick in unsere Gedankenwelt oder zumindest in meine, aber ich glaube, ich spreche für uns, für den Landesvorstand, für das Sondierungsteam, geben, was eigentlich das ist, was gerade passiert. Als wir vor etwa 2 Wochen, ich glaube, es war auch ungefähr um diese Zeit, ich verrate, glaube ich, kein großes Geheimnis, die ersten Zahlen bekommen haben aus den Instituten, in welche Richtung das Wahlergebnis gehen könnte, war ab deinem Zeitpunkt für mich sehr, sehr, also eigentlich alle Euphorie, alle Anspannung erst einmal weg, weil ich direkt in dem Moment gespürt habe, was für eine immense Verantwortung auf uns zukommt, wenn sich das bewahrheitet, was wir da bekommen haben an Zahlen. Und es hat sich bewahrheitet. Und wir haben alle an dem Abend ein bisschen getanzt und gefeiert. Ich habe gar nicht mal so viel getanzt, sondern mehr gequatscht, weil es schön war, uns alle mal wiederzusehen auf den Wahlpartys. Aber die ganzen Gespräche waren immer auch direkt von dem Geist erfüllt, daraus jetzt etwas zu machen. Sich nicht darauf auszuruhen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wie toll wir doch alle sind und wie geil wir das hingekriegt haben, sondern zu überlegen, welche Möglichkeiten und Chancen sich dafür für uns auftun. Und deswegen waren die letzten 2 Wochen für mich und für uns von sehr, sehr intensiver Arbeit, von Gesprächen, von Nachdenken, von Strategien entwickeln, von Positionen sich nochmal anschauen, von Tabellen wälzen, von Ausrechnen, von hin und her schieben, von Priorisieren, von davon geprägt, sich zu überlegen, wie könnten Wege aussehen, die wir jetzt zu gehen haben, weil wir alle das große Ziel haben und jetzt die letzten Wochen schon hatten und weiter haben, das Beste nicht nur für uns, sondern für Nordrhein-Westfalen zu erreichen. Und ich sage euch, dass diese Verantwortung, ich will das gar nicht negativ beschreiben im Sinne von, die lastet auf uns, aber die ist schon etwas, was mich in den letzten Wochen und wahrscheinlich auch den nächsten Wochen weiter, wenn ihr unserer Bitte um Zustimmung zu diesem Antrag entsprechend auch weiter darauf liegen werden, weil machen wir uns doch nichts vor. Das, was Mona angesprochen hat, was wir vor 5 Jahren erlebt haben, das war ja, dass wir das Vertrauen, das uns vorher gegeben wurde, vielleicht nicht an allen Stellen erfüllen konnten, dass es Enttäuschung gab. Und deswegen versuchen wir jetzt alles so anzulegen, dass wir in 5 Jahren gut auf 5 erfolgreiche Jahre zurückblicken können und darum werben können, dass der Kurs, den wir jetzt anlegen, weitergesetzt werden kann. Und deswegen gehen wir mit großer Ernsthaftigkeit an alles heran. Ein von mir sehr geschätzter Landeskorrespondent einer von mir ebenfalls sehr geschätzten Landeszeitung hat in der Bewertung des Sondierungspapiers die Frage aufgeworfen, wer hat sich wo durchgesetzt? Ich glaube, auch wenn man das mit dem Blick guckt, können wir heute ganz zufrieden und ganz entspannt in die Gespräche gehen. Aber ehrlich gesagt ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist nicht, Haken dran bei dem Thema CDU, Haken dran bei dem Thema Grüne. Hier ist der als Grün unterlegt, da ist er schwarz unterlegt und bei dem anderen machen wir irgendwas in der Mitte. Die zentrale Frage für den letzten Wochen war für uns, können wir auf Basis des Wahlergebnisses, dass die CDU zur klar stärksten Kraft und uns zu der Kraft mit den stärksten zugewinnen, die einzige Kraft mit nominellen Zugewinnen bei den Stimmzahlen, kann auf Basis dieser Konstellation, dieses Wahlergebnis etwas entstehen, was zukunftsfähig für 5 Jahre trägt. Und deswegen haben wir uns auch die Gespräche alles andere als leicht gemacht. Deswegen haben wir zunächst einmal mit der CDU in einer kleinen Konstellation gesprochen, wie interpretiert ihr eigentlich dieses Wahlergebnis? Heißt das für euch weiter wie bisher oder gibt es die Bereitschaft, Dinge zu hinterfragen und zu ändern? Wir haben dann selbstverständlich auch mit der SPD gesprochen, um auszuloten, gibt es eine realistische Möglichkeit, mit SPD und FDP eine Koalition zu bilden, damit wir dann entscheiden können, in welche Richtung wir empfehlen, dann weiter vorzugehen. Und wir haben euch letzte Woche auf Basis dieser Gespräche empfohlen und der Landesvorstand hat das dann entsprechend entschieden und ein Sondierungsteam eingesetzt, zu sagen, wir gucken, kann es mit der CDU gelingen, jetzt auf Basis der ersten Gespräche vertieft an die zentralen Herausforderungen zu gehen. Und das war der Charakter dieser 4 sehr intensiven Tage und das ist auch der Charakter dieses Papiers, das wir euch vorgelegt haben. Ich habe jetzt an manchen Stellen in den letzten Tagen gelesen, ihr habt die Digitalisierung vergessen. Hier fehlt was, da ist etwas noch nicht genau ausgearbeitet. Und da kann ich nur sagen, ja natürlich nicht, weil wir in 4 Tagen alle landespolitischen Themen im Schnelldurchlauf daraufhin abgeprüft haben
ob Brücken zu bauen sind, ob Wege zu beschreiten sind, die das Vertrauen verdienen, jetzt in Koalitionsverhandlungen intensiviert zu werden. Und deswegen möchte ich um eine Sache werben. Ich glaube, wir haben ungefähr 80 Wortmeldungen gerade, ungefähr so viele wie Delegierte. Und ihr werdet alle Themen haben, bei denen ihr findet, da muss noch mehr gehen. Und ich kann euch zu all den Themen sagen, ja, da muss noch mehr gehen und ich bin mir sicher, da wird auch noch mehr gehen. Wird es uns gelingen, in vertieften Verhandlungen, in den Koalitionsverhandlungen auch noch die Punkte anzusprechen, die ehrlicherweise in einem 12-Seiten-Papier vielleicht auch ein bisschen zu kleinteilig gewesen wären? Da wird es auch an der manchen Stelle noch sehr kontroverse, harte Diskussionen geben, weil natürlich ist dieses Papier, machen wir uns doch nichts vor, das ist nicht das grüne Wahlprogramm. Es ist noch ein bisschen weniger das CDU-Wahlprogramm, wenn man es mal ehrlich sagt, ja. Aber es ist nicht unser grünes Wahlprogramm. Es ist aber die Möglichkeit, etwas zu finden, was belastbar für 5 Jahre trägt. Das ist der Charakter dieses Papiers. Und deswegen ist die Frage nicht aus meiner Sicht, wer hat sich wo durchgesetzt, sondern finden wir eine Basis für eine gemeinsame Regierungsarbeit in einer Konstellation, wie es sie in Nordrhein-Westfalen noch nie gegeben hat. Wir haben seit 30 Jahren das Spiel Rot-Grün wird von Schwarz-Gelb abgewechselt und zurück. Und beide Möglichkeiten gibt es rechnerisch nicht mehr. Es braucht jetzt einen neuen Aufbruch. So wie wir im Herbst im Bund mit der Ampelkoalition ein neues Bündnis gestartet haben, mit großen Herausforderungen, aber auch großen Chancen, so steht uns das jetzt hier in einer anderen Konstellation möglicherweise bevor, wenn die Gespräche, die wir gerne führen würden, erfolgreich sind. Das bringt große Herausforderungen mit sich. Das bedeutet, dass Menschen zusammenfinden, die sich bisher auf der Gegenseite befanden. Die einen haben gegen die anderen demonstriert. Das bringt mit sich, dass in Bereichen, die uns enorm wichtig sind, wir Dinge gegen große Widerstände werden erkämpfen müssen. Und das bringt an anderer Stelle, das muss ich auch sagen, auch mit sich, dass auch die andere Seite ihre Erfolge braucht und ihr sich wiederfinden muss in dem, was vereinbart wird. Weil eine Partei, die sich selbst in einem Bündnis nicht wiederfindet, wird dieses Bündnis auch nicht zum Erfolg bringen wollen. Und das ist das, was wir jetzt gemeinsam versucht haben herauszufinden und was wir jetzt in den nächsten Wochen gerne weiter intensivieren wollen. Aus meiner Sicht ist die große Aufgabe einer neuen Landesregierung die, den ökologischen Wandel in aller Ambitioniertheit und in aller Klarheit zu forcieren, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die sozialen Sprengkräfte, die in diesem Wandel liegen, nicht zu groß werden, dass in einem Land in Nordrhein-Westfalen, das von seiner industriellen Tradition lebt, diese industrielle Tradition in eine industrielle, moderne übertragen wird. Wirtschaften im Einklang mit den planetaren Grenzen, Wirtschaften im Einklang mit Natur und Umwelt, aber eben auch Wirtschaften. Klimaneutrales Industrieland heißt Klimaneutralität, klimaneutral zu werden, aber Industrieland zu bleiben. Das ist alles andere als simpel. Die Verkehrswende auf den Weg zu bringen, die es ermöglicht, im ländlichen Raum genauso wie in der Stadt in unterschiedlicher Form mobil zu sein, bedeutet umzuschichten. Alles klar. Die große Aufgabe liegt also darin, die Ziele richtig zu formulieren. Das ist im Papier geschehen. Sie liegt darin, die Maßnahmen zu ergreifen, die es dafür braucht, auch die, die Widerstände mit sich bringen. Und machen wir uns doch nichts vor. Die Abschaffung der pauschalen Mindestabstände für den Ausbau der Windenergie, die wird ja nicht nur auf Applaus stoßen. Es wird viele geben, die das gar nicht so eine gute Idee finden. Und dafür Akzeptanz zu werben, im Ausbau der Erneuerbaren gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die, die davon stärker betroffen sind, als es vielleicht die Menschen in Köln, Düsseldorf und Duisburg sind, das wird eine sehr zentrale Herausforderung sein. Vielleicht ist dieses Bündnis ja eins, das diese Leistung schaffen kann, die Akzeptanz für diesen enormen Ausbau zu erreichen, weil da Menschen auch beteiligt sind, die sich sonst auf der Gegenseite befunden hätten vielleicht. Das ist eine der großen Aufgaben. Und zuletzt, geht es darum, dass all diesen Zielen und all diesen Maßnahmen auch die Ernsthaftigkeit der Finanzierung anheimsteht. Deswegen war es uns wichtig, in diesen Verhandlungen, in diesem Finanzkapitel 2 Dinge sehr klar zu sagen. Wir stehen dafür, die verfassungsrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Die sind da. Wir werden auch von Landesseite aus an der Bundesschuldenbremse, die für uns gilt, gar nicht viel ändern können. Aber der zentrale 2. Satz ist, wir werden die notwendigen Investitionen in die Zukunftsinfrastruktur tätigen und dafür Instrumente entwickeln. Und das ist der klare Auftrag an eine solche Regierung, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass manches halt nicht bezahlt werden kann, sondern dafür zu sorgen, dass die richtigen Investitionen stattfinden, dass wir mit den Instrumenten, die wir haben, alles nutzen und dass wir neue Instrumente entwickeln, wie es uns im Bund auch gelungen ist, Zukunftsinfrastruktur zu schaffen,
dass wir an den richtigen Stellen auch Spielräume schaffen, weil wir eventuell auch das eine oder andere im Haushalt finden, wo gespart werden kann, aber eben an den richtigen Stellen. Deswegen klar zu priorisieren, die Spielräume zu nutzen für die Zukunftsherausforderungen, vor denen wir stehen. Bildung, Infrastruktur, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, all das ist in diesem Papier verankert. Liebe Freundinnen und Freunde, ich empfinde das als eine große Chance. Ich habe zwei sehr schlafarme, gesprächsintensive Wochen mit einem großartigen Sondierungsteam, mit dem wir sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, hinter mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns, nachdem uns die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen gegeben haben, auch hier das Vertrauen gibt, in Koalitionsverhandlungen all das auszubuchstabieren und eine belastbare Grundlage für 5 Jahre Zukunftspolitik in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. Vielen Dank.